Koste es, was es wolle, sagte Kanzler Kurz noch zu Beginn der Krise. Dieses Motto gilt wohl nur noch bei den sinnlosen und fehlerhaften Massentests, denn die Österreicher werden eiskalt im Stich gelassen. Zwar gibt es für die Gastronomie und Hotellerie eine gewisse Hilfe, aber die Regierung vergisst vollkommen auf die Zuliefererbetriebe, die unter den Schließungen der Hotels und Gasthäuser massiv leiden. Wen sollen sie denn nun beliefern? Gerade die Zulieferer hängen finanziell vollkommen in der Luft, denn sie bekommen nichts. Unzählige Getränke-, Obst- oder Gemüsehändler, aber auch Molkereien und Wäschereien stehen vor dem Aus. Ein Zustand, den die FPÖ nicht hinnehmen kann und auch nicht hinnehmen wird. Doch ein entsprechender Antrag der Freiheitlichen für einen Umsatzersatz für alle Zuliefererbetriebe und indirekt vom zweiten Lockdown betroffenen Unternehmen wurde von ÖVP und Grüne eiskalt abgelehnt. Wir bleiben dabei. Auch Zuliefererbetriebe müssen einen Umsatzersatz erhalten.